sind. Ja? Wir haben hier wunderschöne Schilderläufe, die haben wir schon mal als Flashbox organisiert, wir haben sie aber auch regulär angemeldet mit den Elternläufen um 18.30 Uhr wieder starten, macht Roland am nächsten Montag um 17 Uhr starten. Jetzt hat es die Katharina übernommen, das haben wir mal zum 28.10. um halb vier angefangen. Und es ist wichtig, beide Formen zu kennen und auch die Spielregeln von beiden Formen. Diese Versammlung hier habe ich regulär 48 Stunden zuvor angemeldet beim Ordnungsamt. Und es geht ganz einfach, es geht zum einen mal handschriftlich mit einfach Stift und Papier. Hiermit melde ich eine Versammlung an, Name, dann Ort und Zeitpunkt. Zu erwartende Teilnehmerzahl kann man schätzen und dann Kundgebungsmittel. Kundgebungsmittel können zum Beispiel sein Plakate, Flyer, Prospekte, Abstand schon halten und du kannst Ordner sein. Und jetzt als Kundgebungsmittel gleich beantragt. Ich habe jetzt heute keine Soundbox aufgeschrieben, auch kein Mikrofon, weil halt jetzt schon Nacht geschehen ist. Und ich halt nicht möchte, dass man mir sagt, ja, hey, wir werden zu Hause gewesen. Also es ist eine ganz reguläre Anmeldung und die wurde auch problemlos genehmigt. Ja, für die ganz normalen Auflagen sind halt auch besser, weil hier müssen wir keine Masken tragen. Heute Nachmittag auf dem Marktplatz mussten wir Masken tragen. Ja, deswegen empfinde ich also diese Zusammenkunft hier als besonders schön. Sie ist die erste. Wenn man das hat, auch geplant, sie wöchentlich fortzusetzen. Und ich sage auch, ich allein muss nicht immer die Anmelderin sein. Mir wäre es lieb, wenn ich euch nach und nach auch zeigen könnte, wie meldet man an, ja, eine reguläre Versammlung, aber auch mal eine Ein- und eine Spontanversammlung, was sind dafür die Regeln. Und es kann eben sein, dass es immer wichtiger wird in den aktuellen nächsten Wochen, dass die Menschen das wissen. Es hat sich schon zum Beispiel so gezeigt bei der Kundgebung in Heilbronn. Hier hat ein Bekannter von mir durchgeführt und angemeldet und sie wurde verboten. Und daraufhin hat er spontan einen Aufmarsch angemeldet. Die Leute haben es auch sofort verstanden, sind mitgelaufen. Auch das ist mal, dass die Leute wissen, was jetzt läuft, sehr wichtig. Und als dann dieser Aufmarsch abgebrochen wurde, hat dann die nächste Dame eine Spontanversammlung angemeldet. Und es geht so, dass man sich an die Damen und Herren in der Uniform wendet, den Personalausweis sagt und einfach sagt, ich bin Anneliese Müller, ja, ich melde hier eine Spontan-Demo an. Ich bin die Versammlungsleiterin und die hier alle sind meine Umgebungsteilnehmer. Ja. Was dann die Polizei heutzutage manchmal macht, ist, dass sie dann die Personalien der Umgebungsteilnehmer feststellen möchte, obwohl eigentlich gar kein Grund besteht. Wir sind alles friedliche Menschen, unbewaffnet und nicht alkoholisiert. Aber sie machen es manchmal gerne. Dann die Frage, wie man dazu steht. Die können vielleicht auch wieder weglaufen und sagen, nö, das möchte ich nicht. Oder wie auch immer, durch die Beschwerde dagegen ein. Ja. Aber es besteht wirklich die Möglichkeit, dann gleich spontan Demo anzumelden. Und es ist, hat davor keine negativen Folgen für jemanden. Man darf keine Angst davon haben. Aber viele Leute schrecken davor zurück, allein wenn es um die Frage geht, Personalausweis vorzuzeigen. Ja, aber ihr macht ja nichts Unrechtmäßiges. Ja? Ihr seid Bürger dieses Landes und das Versammlungsrecht ist laut Artikel 8 hier festgeschrieben. Und von daher nutzt dieses Recht auch. Ja, es ist unser demokratisches Recht. Und ermöglicht uns auch hier diese Zusammenkunft heute Abend. Ja. Fällt jemand gerade spontane Frage ein dazu? Oder mal anders gefragt, wer würde nächsten Samstag anmelden? Also, ja, nee, mich Ellen? Würde interessieren, wie, das habe ich jetzt nicht rausentnehmen können, wie